Overhead-Projektor. Yes, Daddy! Nur ein Beispiel von vielen, was in unserem Schulsystem falsch läuft. Kein Wunder, dass der Kosmos Schule es geschafft hat, alle interessanten Themen für mich kaputt zu machen. Ich war sowieso nur körperlich anwesend und als ich in der Oberstufe gesehen habe, dass die Fehltage nicht mehr auf dem Zeugnis stehen, war ich so... Schönen Abend noch, ja? Wünsche ich Ihnen auch. Wohl schaffen, ne? Warum darf man zum Beispiel im Unterricht sein Handy nicht benutzen? Weil das System einfach immer noch darauf ausgelegt ist, stumpf Sachen auswendig zu lernen, um sie nach den Klausuren wieder zu vergessen. Und wenn man jetzt das Internet als Hilfsmittel erlauben würde, was ja in der echten Welt, auf die uns die Schule eigentlich vorbereiten soll, der Fall ist, würde es plötzlich das ganze System in Frage stellen und aufdecken, dass es eigentlich nur eine riesige Betreuungsstätte aus dem 19. Jahrhundert ist, in der die Kinder zu Fabrikarbeitern ausgebildet werden können, während die Erwachsenen produktiv sind. Was vielleicht in der Zeit, in der unser Schulsystem entwickelt wurde, Sinn gemacht hat, aber da das alles Beamte sind, hat sich einfach seitdem keiner die Mühe gemacht, das irgendwie weiterzuentwickeln. Ich war so überrascht davon, wie sehr sich meine Mental Health verbessert hat, seitdem ich aus der Schule und Uni raus bin. Ich konnte es selbst kaum glauben, aber in der Arbeitswelt wirst du nicht jeden Tag konstant überwacht und für jede einzelne deiner Leistung dauerhaft bewertet. Also im besten Fall. Außerdem wird von dir auch nicht verlangt, dich jeden Tag mit 4 bis 5 völlig unterschiedlichen Bereichen der Geistes- und Naturwissenschaften zu beschäftigen. Es gäbe heutzutage so viele Möglichkeiten, Schülern etwas beizubringen, ohne dass man dafür ein Buch aufschlagen oder eine Folie bekritzeln muss. Mit den Methoden, die den Schülern gefallen. Ganz ehrlich, steck doch mal eine Klasse von 30 Schülern auf einem Minecraft-Server und lass sie ihre eigenen Regeln machen. So wie ich die Boys kenne, haben sie innerhalb von 2 Tagen ein komplettes Wirtschafts- und Regierungssystem aufgebaut mit Gewaltenteilung, eigenem Rechtssystem und Gerichtsverhandlungen, Börsenpreise und Investment und Rohstoffe mit Marktmanipulation und Monopolstellungen, bis hin zum Kollaps des Wirtschaftssystems, Sturz des Großkapitals und Bürgerkrieg. Dabei würden die Schüler mehr über Politik und Wirtschaft lernen als in jedem Frontalunterricht mit Boomer-Lehrern, Kreidetafeln und natürlich dem...